Herzlich willkommen, liebe Gäste, zu einer nächsten Ausgabe des HSR Talks. In dieser Ausgabe haben wir charmante Gäste, allen voran Katrin Feirer vom Reitsportzentrum Hohenzollern. Sie ist selbst eine erfahrene und langjährige Turnierveranstalterin in Baden-Württemberg. Einen Mann, den alle kennen, das ist sicherlich der Ausbilder und Reitmeister Karl-Heinz Streng, der sich zugeschaltet hat. Und ich freue mich ganz besonders, sicherlich einer der erfahrensten Verleger und auch Journalisten, nicht nur in Baden-Württemberg, Hugo Mattes. Herzlich willkommen zu dieser kleinen Runde. Kalli, wir wollen mit dir beginnen. Als Reitmeister bist du natürlich immer noch viel unterwegs. Eine Ausnahmesituation für die ganze Szene. Die Turniere beginnen jetzt so langsam wieder im ganzen Bundesgebiet. In Baden-Württemberg ist das sehr, sehr zögerlich. Womit beschäftigst du dich aktuell? Weil Turniere gibt es gerade nicht im Ländle. Was machst du aktuell mit der vielen Zeit? Ich muss ein bisschen ausholen. Wir waren ja noch in Braunschweig da mit einer Mannschaft und da kam das schon so ein bisschen auf. Und dann eben danach, dann kam es eben so, dass die Auflagen so gewesen sind, dass man nichts mehr machen konnte, keinen Unterricht. Und das weiß ja jeder, dass man dann eben Stillstand hatte in der Zeit. Ja, was macht man da? Was andere wahrscheinlich auch machen. Die räumen zu Hause mal auf, wenn was zu tun ist. Dann haben wir einen Garten. Dann bin ich einkaufen gewesen, dann war ich spazieren, alle so. Das war eine harte Zeit. Ich war direkt 4 Wochen an einem Stück war ich zu Hause. Aber ich habe es ganz gut hingekriegt. Und jetzt aktuell geht es ja wieder so, dass wir wieder Unterricht machen können, seit Anfang April. Und da ich ja beides mache, bin ich mit den Dressurreitern, ist da etwas mehr zu tun. Die Springreiter, die arbeiten hoffentlich an der Basis, aber da wird weniger gesprungen. Aber bei den Dressurreitern sind mittlerweile 4 bis 5, die das so bis S auch machen. Und da habe ich eigentlich genug zu tun. Katrin Feirer, bei dir ist nicht so wirklich Pause. Du kommst natürlich eigentlich wirtschaftlich aus ganz anderen Bereichen. Ihr veranstaltet ein großes Turnier, aber das ist, wenn ich so sagen darf, ein bisschen Hobby und Leidenschaft zum Sport. Euer Business ist was ganz anderes. Ihr baut Großmärkte, große Einkaufsmärkte und das geht eigentlich nach wie vor unvermindert weiter voran oder ist da auch was von dieser Krise zu spüren? Ja, also wir sind da sicher in einer guten und angenehmen Branche. Essen und Trinken muss man immer, haben wir jetzt auch in der Krise gemerkt. Unsere Baustellen laufen eigentlich alle unverändert weiter. Es gibt aber im Bau immer Überhänge. Die Aufträge wurden letztes Jahr geschrieben. Im Industrie- und Gewerbebau wird es sicher die eine oder andere Stornierung geben. Aber ich denke, die Baubranche und die Projektentwicklung ist trotzdem auf der sonnigen Seite, sagen wir so. Und auch die Aussichten sind eher sonnig? Also in unserem Bereich jetzt Lebensmittelhandel spüren wir überhaupt nichts. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass da irgendwie getrübte Aussichten wären. Das ist weiterhin auf Expansion. Das sind auch sehr lange Vorlaufzeiten in den Märkten. Also bis ein Markt eben genehmigungsreif ist. Und somit wäre jetzt da ein Stillstand auch vollkommen kontraproduktiv. In seinem gemütlichen Wohnzimmer Platz genommen hat der Verleger Hugo Mattes. Gemütlichkeit ist ja gut und schön, aber wir kennen sie natürlich als Vollblutunternehmer. Auch das hier ist eine Zeit für Sie, wo wahrscheinlich ein bisschen weniger zu tun ist, weil wenn natürlich kein Turniersport stattfindet, die wirtschaftlichen Aktivitäten etwas zurückgehen, weniger Anzeigen geschaltet werden, ist dann auch weniger beim Reiterjournal zu tun oder arbeitet man eigentlich unvermindert weiter? Wir arbeiten unvermittelt weiter. Wir haben im Gegenteil nicht weniger zu tun, sondern wir haben mehr Aufwand und bekommen dafür weniger. Weil für Veranstaltungen, die nun nicht stattfinden, muss ich nicht werben. Klar, die Wochenende sind etwas entspannter für die Redaktion und für alle, weil nichts stattfindet, aber unser eigentliches Hauptaugenmerk liegt doch immer auf Sport und Aktualität. Weniger zu tun in der Vergangenheit war nicht, weil wir haben ja jetzt neu dazu bekommen, noch Bayerns Pferde, weitere Zeitschrift. Diese
Vorstellung von mir war eine ganz andere, dieses Blatt einzuführen in Bayern. Da waren diverse Aktivitäten geplant, aber es gibt keine Messen, es gibt keine Veranstaltungen, es gibt überhaupt nichts. Und von daher gesehen muss man ein bisschen umdenken und muss neue Wege suchen und hoffentlich die richtigen finden. Kalli, große Teile des Turniersports sind bereits ausgefallen in der Turniersaison 2020. Du telefonierst natürlich mit vielen, du bist viel jetzt virtuell, aber auch wirklich im Lande unterwegs. Wie bedeutsam ist der Turniersport für unsere ganze Szene und vor allen Dingen, wie wird sich das entwickeln? Ist da auch mit einer echten Krise zu rechnen oder glaubst du, wir setzen das gut aus? Ja, das kommt darauf an, wie die gewirtschaftet haben oder was die für Rücklagen haben. Da wird es einige, die wird es treffen. Dass sie es vielleicht nicht mehr so hinkriegen mit ihrem Stall und mit dem ganzen Personal, wie sie es gehabt haben. Aber es gibt eine ganze Reihe, die haben natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, um ihre Pferde auszubilden. Und dann hoffentlich, wenn wieder Turniere sind, da kommen wir gleich nochmal drauf, da auch wieder vermarkten zu können. Aber ich finde jetzt, wenn jetzt nochmal so ein Sommer kommt, wo es dann meinetwegen trocken ist und Heu und Stroh und es ist schlecht dran zu kommen, und jetzt keine Einnahmen, das ist schon hart. Es wird sicherlich, was ich eben schon sagte, ein paar geben, die Probleme kriegen mit ihrer Existenz. Das ist die Anzahl der Turniere ja insgesamt wird, die werden wir nicht wieder aufholen können. Ich habe neulich mit dem Frank Reuter von der Landeskommission gesprochen. Also ungefähr 250 Veranstaltungen sind schon abgesagt in Baden-Württemberg. Kalli, jetzt hast du ja deine eigene reiterliche Karriere hat sicherlich zu einer Zeit begonnen, da gab es nicht so viele Turniere. Ja? Vielleicht kommen wir jetzt in eine Zeit zurück, wo die Anzahl vielleicht dem entspricht, als deine reiterlichen Höhepunkte waren. Ist das jetzt wirklich schlimm zu beurteilen? Oder meinst du, gut, wir haben halt weniger Turniere, es konzentriert sich dann auf weniger Veranstaltungen. Wie schlimm oder wie gut oder wie zukunftsausreich muss man das bewerten? Also wenn man es jetzt nicht, sagen wir mal, vom Geld oder vom, ja, wie soll ich jetzt sagen, dass man diese Turniere, für mich waren die Turniere viel zu viel, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Man hat gar keine Zeit mehr gehabt, Pferde auszubilden. Da ging nur Turnier. Und dann konnte man sehen, wenn man da als Richter saß, was die ganze Turnierreiterei gemacht hat. Von der Ausbildung her ist das rückwärts gegangen. Also das behaupte ich mal einfach. Und das ist für mich ist gar nicht so schlecht, wenn es ein paar Turniere weniger gibt und sie nehmen die Ausbildung mehr wahr. Klare Worte. Wir wollen uns nochmal der Turnierveranstalterin Katrin Feirer zuwenden. Biesing war für uns immer alle der Einstieg in die Hallensaison. Ja? Jetzt wollen wir schon mal ein bisschen nach vorne schauen, auch wenn die Sommersaison noch gar nicht so richtig begonnen hat. Land auf, Land ab sind Turniere abgesagt worden. Nichtsdestotrotz ist da ja noch eine gehörige Zeit hin. Also man kann auch planen und reagieren. Wie ist eure eigene Planung? Wird es diesen Klassiker, den Einstieg in die württembergische Hallensaison in Biesingen geben? Was ist so das persönliche Gefühl von Katrin Feirer? Also eigentlich, glaube ich, muss man sich da nicht schönreden. Ich kann mir ein Biesingen Hohenzollern als Indoor-Veranstaltung für 2020 momentan nicht vorstellen, wie wir das gewohnt sind. In dieser kuschelig prall gefüllten Halle, das aber auch den Charakter ausmacht von Biesingen Hohenzollern, den Häckselkessel, einfach dieses ganze Feeling. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das dieses Jahr so stattfindet. Aber du denkst jetzt eher eben an die Hygiene- und Abstandsregeln, die nicht eingehalten werden könnten, wenn man das denn macht. Oder gab es auch schon Sponsoren, die gesagt haben, wir haben Kurzarbeit, ich muss vielleicht sogar ein paar Leute entlassen, an Reitsport kann ich jetzt gar nicht denken. Ist es nur Abstand und Hygiene, die dich da so skeptisch nach vorne schauen lässt? Oder ist es tatsächlich auch schon ein Rückgang bei den Sponsoren? Beides. Also wir haben ja jetzt unsere Sponsoren würden wir eigentlich Mitte Juni anschreiben mit den Unterlagen.
Da sind wir jetzt noch in der Warteschleife. Also wir haben auch noch keine Ausschreibung gemacht, weil wir es uns, wie gesagt, jetzt so nicht in dieser Form nicht vorstellen können. Aber ich denke, wir müssen da auch Rücksicht nehmen auf die Sponsoren, wo die Unternehmen, wo zum Teil in Kurzarbeit sind oder ab Juni dann gehen. Wenn ich dann mit Sponsorenunterlagen komme, stöße ich da nicht auf große Begeisterung. Ja, aber es sind schon die auch natürlich die ganzen Auflagen, die momentan im Raum stehen, wo uns da ein Stück weit abschrecken, ja. Gibt es denn die Hoffnung wenigstens einer Sparvariante? Ihr habt da auch einen schönen Außenplatz, man könnte es vielleicht sogar draußen machen. Die Landeskommission ist ja für alles offen. Gehen wir in den September, wo ohnehin viele Reitveranstaltungen geplant sind. Auf den Monat konzentrieren sich ja jetzt ganz viele Hoffnungen. Gibt es da Überlegungen oder sagt ihr, ach Mensch, lass uns mal ein Jahr schöpferische Pause machen? Nee, also wir können uns durchaus eine Veranstaltung vorstellen, in welcher Form auch immer. Es wird nicht den Namen Hohenzollern-Turnier tragen, weil da einfach eine andere Erwartungshaltung dahinter steckt. Aber wir werden auf jeden Fall was machen für Profis, für Amateure, für Junioren, junge Reiter. Also zumindest mal im Springsport haben wir das auf jeden Fall vor. Ja, Hugo Mattes, als das Ganze losging, da waren wir beide in Friedrichshafen auf der großen Messe Pferd Bodensee. Da hat man ja eigentlich schon so ein bisschen gespürt, wohin die Reise geht, wenngleich das eigentlich auch noch ganz normal stattgefunden hat. Die Galaabende waren voll, die Messe war eigentlich top besucht, eigentlich gutes Feedback. Dann ging es los. Und Sie haben sich was Interessantes einfallen lassen, gewissermaßen eine virtuelle Messe, etwas ganz Neues, um vor allen Dingen natürlich die Reitsport, die Pferdeindustrie in Baden-Württemberg zu unterstützen. Was genau ist dieses Projekt, diese Online-Messe des Reiterjournals? Gut, der Gedanke, der dahinter steckt, ist nach dem Motto, wenn der Besucher nicht auf die Messe darf, schaffen wir eine Plattform, die zu dem Besucher kommt. Und haben das innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, mit einfachen Mitteln, aber doch mittlerweile, muss man sagen, sehr erfolgreich umgebracht. Und es wird auch in Zukunft eine Weiterentwicklung dieser Art bei uns geben. Und wie muss man sich das vorstellen? Ist das jetzt nur eine Zusammenfassung von Inserenten oder trifft man sich tatsächlich in, wie wir jetzt in so einem Raum, kann sich unterhalten. Wie messenah, wie messeähnlich ist diese Umsetzung, die Ihnen vorschwebt? In der Stufe 1 derzeit ist eine Unterhaltung noch nicht möglich. Dieses wird aber kommen. Es wird auch ein Warenverzeichnis kommen nach dem Motto, ich suche ein Produkt A, gebe diesen Namen ein und sehe dann, welcher der Aussteller denn dieses Produkt hat. Und dann kann ich auswählen unter verschiedenen Produkten. Derzeit kann ich Bilder, Aktionen machen, Videos einstellen, je nachdem, wie ich mich präsentieren will, sodass der Besucher auch zum Beispiel ganz besondere Angebote zur Messe bekommt. Diese werden auch teilweise sehr gut angenommen. Sehr gut angenommen, sagen Sie. Was muss man sich vorstellen? Wie viele Leute besuchen diese Messe? Vor allen Dingen, wer nimmt es an? Und wann Sie, ist das, wenn wir dann in den ganz normalen Zeiten sind, die hoffentlich bald wiederkommen, wie wir uns alle wünschen. Meinen Sie, dann hat man trotzdem weiter Interesse an so einem Online-Angebot oder stampfen Sie das dann wieder ein? Wir werden überlegen, was wir tun. Wir werden auch jetzt eine Besucherbefragung machen nach dem Motto, was willst du haben? Kannst du dir vorstellen, auch weiterhin uns zu besuchen oder zweimal im Jahr oder je nachdem. Und dann werden wir mal schauen, was wir tun. Ich meine, wir werden nur was machen, was der Besucher will. Ja, und wo der Aussteller, sage ich jetzt hier mal in dem Fall ganz bewusst, Erfolg hat. Wir sind so gut wie der Erfolg, den unsere Inserenten, unsere Aussteller oder haben. Das ist für uns ja, oberste Priorität. Das heißt aber, in den Zeitschriften soll der Leser sich wiederfinden und wohlfühlen und soll das lesen, was er will, nicht was irgendein anderer will. Und auf der Messe soll er dies wiederfinden, was er denn sucht und warum er eine Messe besucht. Ich meine, ich weiß schon, es hat einer mittlerweile durch die Messe nahezu komplette Reitanlage gekauft.
Hoffentlich kriegen Sie da Prozente als Messeveranstalter. Schauen wir mal. Kalli, du guckst so skeptisch. Würde ich auch, tue ich auch. Ich meine, wir beide haben uns viel im Lande gesehen. Eigentlich ja, nicht jedes Wochenende, aber doch etliche. Jetzt sind die ersten Late-Entry-Veranstaltungen, die ersten Trainingstage in Baden-Württemberg wieder in Planung. Es scheint so, als sei das ein bisschen schwieriger. Ja? Bei Holger Hetzel hat ein Late-Entry schon wieder stattgefunden. Jetzt in Mecklenburg-Vorpommern bei Holger Wulschner ist ein Late-Entry in vollem Gange. Da gehen überall zunächst Profis an den Start. Das ist also die Handschrift dieser Veranstaltung. Ist das gut, wenn zunächst nur die Profis startberechtigt sind? Ist das problematisch in der Argumentation gegenüber den Amateuren? Und vor allen Dingen deine Einschätzung, warum sind die anderen Bundesländer da ein bisschen flotter? Warum ist das bei uns, diese Entwicklung der Anmeldung der Turnieren, so zögerlich? Ja, zunächst mal jetzt der letzte Punkt. Ich meine, mit dem, warum wir so spät dran sind, ich musste aber auch unsere Landeskommission oder auch die in Baden-Württemberg loben. Wir waren die Ersten, die wieder Reitunterricht machen konnten. Also da, wenn es auch Einzelunterricht war. Also das muss ich sagen, das haben die gut hingekriegt. Jetzt ist Holger Hetzel, der hat das in der Entry gemacht, der hat jetzt aktuell ein Turnier und Wulschner auch, aber ich habe jetzt gelesen, dass Manfred Marschall da so einen Trainingstag machen will und ich finde das gut, dass man so langsam wieder in den Turniersport reingeht. Warum nur Profis? Ich kann mir vorstellen, die Profis sind das Turnierreiten mehr gewohnt als die Amateure, haben vielleicht ein bisschen mehr Ablauferfahrung von diesem ganzen Gehändel. Was ich schwierig finde, nicht das Reiten, sondern was ich schwierig finde, sind diese Abstandsregeln. Dann sind diese Hygieneregeln, man braucht mehr Personal, man muss es ganz sorgfältig machen. Denn wenn jemand vom Ordnungsamt kommt, dann machst du wieder zu. Und das ist das Schwierigste, was ich mir vorstellen kann, dass jeder so diszipliniert ist. Und das hoffe ich, dass die Profis, sonst brauchen sie keine zu werden, dass sie da im Vorbild vorangehen. Ja, aktuell haben wir gelesen, Ludger Baerbaum wird jetzt auch wieder ein Late-Entry veranstalten, auch zunächst nur für Profis. Die Zahlen, die sind natürlich interessant. Also er wird 40 Reiter zulassen, 40 Pfleger und 20 Leute Funktionspersonal. Das macht es natürlich sehr übersichtlich. Katrin Feierer, wenn du dir das vorstellst, wir alle wissen natürlich nicht, wie lange werden diese Abstandsregeln uns begleiten? Wie lange wird, gut, Hygiene ist eigentlich immer wichtig, aber wie lange werden diese ausdrücklichen Hygienemaßnahmen aufrechterhalten werden müssen? Was denkst du, wie viele Turnierveranstalter werden sich diesen Zusatzaufwand auferlegen? Es macht es natürlich eigentlich noch anstrengender, ein ohnehin schon anstrengendes Turnier durchzuführen. Und vor allen Dingen dann auch die Frage an dich, wir machen mal ein Gedankenexperiment, das wäre jetzt noch die nächsten 3 Jahre so, kann ja passieren. Wäre das für euch ein Hindernisgrund? Wie viel an diesen Einschränkungen würdest du hinnehmen, um den Klassiker in Biesing am Fuße der Hohenzollernburg stattfinden zu lassen? Ja gut, ich denke, an den Mund- und Nasenschutz, da wird man sich gewöhnen. Da hat man sich schon zum Teil dran gewöhnt. Also das wäre jetzt nicht ausschlaggebend, aber sagen wir, alles zu kontrollieren. Also da kommt es jetzt einfach auf die Disziplin an und wie das eingehalten wird. Ich beobachte das jetzt auch, die Veranstaltungen, wo jetzt dieses Wochenende stattfinden. Aber sagen wir mal, dass man nur Polizei spielt, dass sich alle an die Auflagen halten und man da kontrolliert. Also ich meine, da geht der Spaß verloren und ich meine, ich muss ohnehin schon die Helfer motivieren und machen das durchhalten, 4- oder 5-Tage Turnier. Das wird man einfach sehen, wie sich das Ganze entwickelt, ja. Was denkst du, wie viele Turniere, du kennst ja auch viele Turnierveranstalter, ja, die Familie Frese, wenn wir jetzt mal von den Großen in Baden-Württemberg sprechen, Tübingen leider auch schon abgesagt. Wie viele Turnierveranstalter werden sich unter diesen neuen Maßgaben es zutrauen, ein solches Turnier zu veranstalten? Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir vielleicht so, ich weiß nicht, vielleicht 5, 10 Turniere haben, also auf besseren Anlagen oder so, die sich das zutrauen und auch
durchziehen wollen, aber das wird nichts mit dem Turnier, wie man das gewohnt ist, zu tun haben. Also es wird, denke ich mal, auch kein fester Pferde geben oder auch nicht Faszination Pferdesport bei Ewald Güss auf der Anlage. Es wird irgendwas anderes sein, ja. Angepasste Situation. Änderung, Veränderung. Das muss ja nicht immer Angst machen. Man kann auch motiviert oder inspiriert in die Zukunft schauen. Ich denke, mehr als 50 Jahre, Herr Mattes, begleiten Sie schon die Pferdeszene mit Ihrer Zeitung, aber auch mit Ihrem Interesse natürlich in Baden-Württemberg. Wird sich Ihrer Einschätzung nach, Ihrer Voraussicht nach, was wird sich ändern in Baden-Württemberg? Vielleicht dann analog auch im Bundesgebiet. Kriegen wir mehr Hobbyreiter durch diese Krise, weil einfach die Profis gar nicht mehr so viel reiten können, wie es der Markt notwendig machen würde? Werden wir insgesamt auch nach diesem Einschnitt weniger Turniere haben? Oder gibt es auch positive Effekte, wo Sie meinen, Mensch, die Leute sind jetzt mal zum Nachdenken gekommen, das wird in Zukunft sicherlich besser sein? Herr Mattes, was ist Ihre Einschätzung? Meiner Einschätzung nach gibt es auf jeden Fall eine Veränderung. Es wird nicht mehr so kommen, wie es war, und es wird auch nicht so bleiben, wie es war. In welcher Form es sich entwickelt, hängt natürlich erstens mal ab, wie lange haben wir Corona-Krise, welche Auflagen sind dann in der Zeit erforderlich, warten wir zum Beispiel ab, bis es eine Impfung gibt, allgemein, da passiert die nächsten 2 Jahre nicht viel, und dann muss man sich überlegen, wenn man mit reduzierten Besucherzahlen arbeiten muss, ist es ja im Endeffekt genau das Gegenteil. Seither wollte man ja möglichst viel Besucher haben. Genau. Wenn ich sagen muss, so und jetzt muss ich mir überlegen, wen lade ich denn aus? Ja. Oder wer darf nicht kommen? Ist das natürlich schon mal ein ganz anderes Vorzeichen. Und es ist dann nicht möglich, zum Beispiel eine Veranstaltung überhaupt publikumsfrei und besucherfrei von morgens bis abends durchzuziehen. Da kann ich mir zum Beispiel überlegen, mache ich morgens einen Dressurteil oder irgendeinen Amateurteil und nachmittags einen Profiteil oder irgendwie, aber ich muss es dann ja logischerweise trennen, weil der Teilnehmer, der Pfleger, der soll ja nicht den ganzen Tag da sein. Er soll ja eigentlich im Endeffekt kommen und möglichst wieder gehen. Das ist ja im Moment die Voraussetzung so, und das ist eine andere, wie sie jemals war. Als ich mal anfing, Turnierreiten 1968 in Geislingen, war ich das erste Mal auf dem Turnier. Da war es so, dass vormittags war Dressur und nachmittags war Springen. Und wer dann mittags fertig war, ging. Und die andere, Karlis, willst du auch noch wissen, die andere kamen dann am Nachmittag zum Springen. Es wird auf jeden Fall weniger Turniere geben. Weil es gibt ja ganz viele Veranstalter, die gar nicht die Möglichkeit haben, zum Beispiel vom Parkplatz her den Abstand einzuhalten, der erforderlich ist. Ja, da brauche ich ja riesen Parkflächen. Oder ich muss sagen, okay, jetzt kann einer kommen und dann muss einer wieder gehen. Ich meine, es wird auch die Möglichkeit wahrscheinlich bestehen, dass ich dokumentieren muss, wer ist anwesend, wer geht. Und wenn nicht mehr wie 100 rein dürfen, logischerweise heißt es ja nicht, wenn 2 heim sind, dass nicht 2 wieder kommen dürfen. Und da brauche ich auch irgendwelche neue Systeme, Zugangskontrollen und Ähnliches, dass ich wirklich beweisen kann, der Herr X war da von 10 bis 11 Uhr und wenn der Herr X geht, kann der Y oder die VY dann wieder kommen. Ja? Das sind völlig geänderte Anforderungen, die wir jetzt insgesamt irgendwie lösen müssen, weil ich glaube einfach nur, sagen wir diskutieren jetzt über den 1,50 Meter oder irgendwas, das wird uns nicht erfolgreich gelingen, weil den Abstand werden wir einhalten müssen. Also müssen wir irgendwie sagen, okay, wie können wir das regeln? Ich meine, die Fußballspiele jetzt mit 300 und weiß ich nicht wie viel genau da nur rein dürfen, ist ja auch gleich ein bisschen lächerlich. Ja, weil hier muss man dann vielleicht auch sagen, wenn ich so ein Riesenstadion habe, dann kann ich ja zumindest wenigstens jeden 5. Platz besitzen. So und so muss ich natürlich schauen, wenn ihr große Halle habt, Schleierhalle, gehen bestimmt 800, 900 oder 1000 Leute rein, das ist besser wie nichts. Aber um das Ding natürlich lukrativ oder kostendeckend zu betreiben, glaube ich auch nicht, dass das ausreicht. Sie haben jetzt vor allen Dingen, sind Sie auf die Einschränkungen
eingegangen, die uns aktuell, aber vielleicht auch für den Rest dieses Jahres begleiten. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, was sehen Sie denn an positiven möglichen Effekten? Gibt es die gar nicht oder was ist so Ihre Haltung dazu? Gut, die positiven möglichen Effekte sind, dass zum Beispiel mehr Amateure oder Freizeitreiter oder wie das einer nennen will, wieder die Möglichkeit bekommen, auf kleineren Turnieren, in Anführungszeichen der größere Reitertag oder irgendwas, wo natürlich auch eine M- oder S-Ressource stattfinden kann, aber nicht mehr als Turnier in dem Sinn, wie wir es heute kennen, dass die zunehmen werden und dass dadurch der Einzelne vielleicht eine größere Chance wieder hat und mehr Spaß dran bekommt. Kalli, siehst du das auch so? Ist das die Entwicklung? Werden wir mehr Hobbyleute in diesen Sport bekommen? Ja, das sehe ich jetzt nicht so. Die Hobbyleute, die halten sich ja doch mehr in den Reitanlagen auf, da wo ihre Pferde stehen und gehen ausreiten und was das, verstehe ich jetzt nur unter Hobby. Und die anderen verstehe ich, was ihr jetzt meint, glaube ich, die im unteren Bereich Turnier reiten. Ich finde die Idee, ich meine, gut, man kann das jetzt nicht wieder 1956 oder 55 da zurückführen, aber was der Hugo gerade gesagt hat, dass man unter Umständen somit das ein, zwei Springen macht, dass man dann das Personal austauschen kann, dass man für die Verordnung sorgt oder für die Abstände oder für die Hygiene, das kann ich mir vorstellen. Und das wird auch irgendwann jetzt wieder so kommen. Man sieht das ja auch jetzt in Riesenbeck bei der Deutschen Juniorenmeisterschaft. Die haben da auch vor, ein Wochenende Dressur zu machen. Da kommt sowieso keiner oder weniger. Und ein Wochenende Springen zu machen. Also das kann ich mir vorstellen. Und das war auch früher angenehm, dass, ich will jetzt nicht sagen, der eine ging, der eine kommt, der andere ging, aber so glaube ich, könnte man sowas, der Ansatz ist für meine Begriffe nicht schlecht, kommt immer darauf an, wie groß ich das Turnier ausschreibe. Aber das kann man in Grenzen halten. Problem wird sein, zu sagen, ich nehme 40, aber welche? Dass dann Unmut aufkommt und sagen, ja, muss bloß Beziehungen haben, dann kannst du da reiten. Aber irgendein Tod müssen wir sterben, wenn wir wieder anfangen wollen. Ich warne natürlich, ich will das nicht bremsen und das nur auf die Ausbildung hinführen, sondern ich bin auch fürs Turnierreiten. Aber einige Turnierveranstalter, die so ein bisschen am Limit sind, ich weiß nicht, ob die sich das nicht überlegen sollten, dass das Turnier mal lieber ausfallen lassen, als wenn sie eins machen und dann sind sie ganz pleite. Ja, Reitmeister Kalli mahnt zur Vorsicht. Wird es ein Privileg, damit die letzte Frage an Katrin Feierer, du bist ja selber auch Turnierreiterin, ja? Wenn wir jetzt von diesen Zahlen ausgehen, dass da 40 Reiter kommen dürfen, wird das ein Privileg, dann da reiten zu dürfen? Und hast du vor, in dieser Turniersaison selber an den Start zu gehen? Ja, also ich weiß es nicht genau, wie man das regeln möchte dann, also diese Einschränkung mit den 40 Stück, also was sich da die Landeskommission auch einfallen lässt, wie diese Begrenzung aussieht. Ich meine, ich habe ja auch immer bei uns im Regionalturnier schon das Problem, dass mehr reiten möchten, wie, sagen wir mal, unserem Rahmen gut tut. Es wird zu Unmut führen, also da bin ich schon gespannt, was es da für Regeln gibt. Und sagen wir jetzt mal Turniere ohne Zuschauer, da muss ich immer mal das zustimmen. Also wir haben daran gearbeitet über Jahre hinweg, dass wir den Reitsport an die Zuschauer bringen und da Begeisterung wecken, auch Nachwuchs generieren. Aber ja, das wirkt dem natürlich total entgegen. Ja. Tja, große Veränderungen erwarten uns, vielleicht nicht alles zum Nachteil, wie es jetzt so ein bisschen sich darstellt. Wollen wir hoffen, dass der Turniersport tatsächlich bald wieder in Baden-Württemberg in die Gänge kommt. Ich sage vielen Dank. Kalli, ich hoffe, wir sehen uns bald mal auf dem Richterturm wieder. Katrin Feierer, wo auch immer, vielleicht im September bei euch, das wäre schön. Und Hugo Mattes, ja gut, sobald die Veranstaltung wieder losgeht, wird er garantiert präsent sein. Vielen Dank, sage ich, für das nette und interessante Gespräch. Alles Gute. Ciao. Vielen Dank, schönen Tag und gesund bleiben. Danke. Gleichfalls.